Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf Aquadicted, unserem und eurem Aquaristikkanal. Und das Aquarium, vor dem ich hier gerade stehe, ist sicherlich einigen von euch Zuschauern noch bekannt, nämlich aus einem unserer allerersten Videos, ich glaube das war sogar das zweite, in dem es um Mulmsaugen im Aquarium ging und dann hatten wir es nach einer Weile sogar nochmal neu gestaltet. Das war allerdings vor der aktuellen Umgestaltung und so wie es jetzt aussieht, kennt ihr es noch nicht. Und wir werden dazu auf jeden Fall irgendwann mal eine Beckenvorstellung machen, eine ausführliche. Aber im heutigen Video geht es eher um eine kleine Anleitung, um einen Trick oder um eine Möglichkeit im Aquarium für etwas mehr Ordnung zu sorgen. Und bevor ich euch jetzt weiterhin auf die Folter spanne, würde ich sagen, beginnen wir mit diesem Video. Viel Spaß dabei! Ja, ich habe mich jetzt mal vor den Bereich des Aquariums gesetzt, um den es gleich gehen wird, aber vorab erstmal zwei, drei Worte dazu. Es handelt sich hierbei um ein 720 Liter Aquarium mit dem Maßen 2 Meter lang und dann ist es 60 mal 60, war das richtig? Ja, 60 mal 60 und der Besitzer des Aquariums sitzt auch hinter der Kamera. Wie gesagt, ihr habt dieses Video vielleicht schon mal gesehen, indem wir das Aquarium mal umgestaltet haben, allerdings nicht so, wie es jetzt aussieht. Da ist der Link. Genau, und falls nicht, schaut es euch jetzt an. So wie es jetzt aussieht, kennt ihr es noch nicht, außer vielleicht den Hintergrund, den wir mal geteasert haben bei Facebook. Aber das war auch schon im Februar dieses Jahres. Und ja, seitdem ist einiges passiert. Und das ist ja dein Privataquarium und du bist da jetzt nicht so, ich sag mal, scharf drauf, das immer zu präsentieren und immer zu zeigen. Du hast das ja für dich zu Hause, ne? Ja, der Schuster und die Schuhe. Ja. Ja, im Laden ist es halt nochmal was ganz anderes, da muss es immer perfekt aussehen. Ja. Hier kann man es auch nicht schleifen lassen, ich mache trotzdem regelmäßig Wasserwechsel, aber hier kannst du halt einfach mal das Aquarium auch mal Aquarium sein lassen, ohne dass immer dieser Perfektzustand da sein muss. Jetzt sind bestimmt einige unserer Zuschauer extrem beruhigt, jetzt wie du das gesagt hast. Ja, also das, bei mir ist das so, wenn du zu Hause ein Aquarium hättest, wäre das trotzdem immer perfekt. Deswegen habe ich keins. Ja, genau. Aber ja, das ist ein Südostasienbecken. Hatte ich eh immer schon, also ich hatte immer nur Fische aus Südostasien drin und ich hatte eigentlich fast auch nur Pflanzen aus Südostasien, auch in den vorhergehenden Setups. Mhm. Bloß hier sollte einfach mal wieder der Fisch ein bisschen im Vordergrund stehen. Ja. Deswegen habe ich jetzt hier viele Wurzeln, die so ein bisschen auch, naja, so Stelzwurzeln haben, will ich jetzt mal sagen, oder ein bisschen unten ein bisschen mehr feinere Wurzeln haben, dass auch die Fische sich ein bisschen mehr in den Rand oder in den Pflanzenzonen verstecken können. Also es sind schon Elemente des Aquascapings drin. Ich habe das ja mit dir damals auch aufgebaut. Das haben wir, wie gesagt, nicht gefilmt. Wurzeln haben wir zusammengestellt, so ein bisschen, weil ich dann eine Expertise da auch nochmal haben wollte. Steine und so, den Rest habe ich gemacht. Im Endeffekt, genau, also ich hatte jetzt nur die Wurzeln damit zusammengestellt. Im Endeffekt ist es aber schon mehr ein Biotop-Aquarium und der Fokus liegt hier auf den Fischen. Also es ist nicht wie bei meinen Schaubecken, wo ich immer sage, okay, der Fisch ist halt, das ist halt diese Kirsche auf der Torte, das ist halt der Punkt auf dem I, das ist der, ja, das ist das, was sein kann. Für mich ist das Dekorative und die Pflanzen das, was sein muss. Mein Anspruch ist da halt immer eher so Richtung Aquascaping, auch wenn die Becken nicht immer explizit so aussehen. Aber ich finde es auch gut, mal selbst über den Tellerrand zu schauen, denn die meisten unserer Kunden und Zuschauer betreiben es ja jetzt nicht so extrem, wie ich das jetzt vielleicht privat machen würde oder eben im Laden mache, sondern die sagen sich, okay, ich will einen guten Mittelweg finden zwischen Pflanzen und Fischen. Und ja, in dem Fall ist das halt so. Das Problem war einfach, ich hatte vorher hauptsächlich auch Stängelpflanzen drin. Und wenn du die Stängelpflanzen kürzt oder halt neu setzt, dann nimmst du den Fischen halt extrem viel Rückzugsmöglichkeiten. Ja. Und in der Phase waren die Fische immer wie ein bisschen wie auf dem Präsentierteller. Und das wollte ich nicht mehr. Deswegen jetzt keine Stängelpflanzen. Also ich habe, glaube ich, nur eine und das ist ja hier vorne die... Ja, und die Pinien und die Fida noch. Ja. Naja, also ist jetzt aber nicht die klassische Stängelpflanze, die man jetzt kürzt und dann wieder einsetzt oder so. Ja, natürlich Pinien und die Fida und die Kompakt. Ja. Aber... die machen nicht viel Arbeit, ne? Es darf nicht viel Arbeit machen, weil meine Zeit wird in letzter Zeit immer weniger. Kanalarbeit. Ja. Und deswegen sollte es ein Becken sein, wo ich mich hauptsächlich an den Fischen erfreuen kann. Genau, du möchtest zu Hause nicht aufs Aquarium verzichten. Ja. Und was ich auch dazu sagen muss, hier sind auch ein paar coole Fische drin. Was sind das für Grundeln? Die Neonalgengrundeln. Neonalgengrundeln. Stifodon, Spätz, keine Ahnung. Ja, Wildfänger auch, ne? Ja, ja. So, dann sind hier noch drin eine Fadenglasbarsche. Ja, Gymnoschanda,
Ja, kann ich Filamentosa, jetzt gar nicht sagen. Glaube Filamentosa, ich. Oder ich habe zwei. Ja. Das ist noch diese Verare. Ich blende den mal ein. Genau, echt cooler Fisch. Ja. Sieht man jetzt vielleicht nicht so. Die hatten wir doch auch schon oft genug. Ein Foto bei Instagram. Bei Facebook ist es unser Banner-Foto. Also der ist eigentlich schon bekannt durch uns. Hier haben wir Puntius saravacensis. Wenn Puntius jetzt stimmt, kann ich nicht sagen, was saravacensis auf jeden Fall. Ich müsste jetzt nochmal gucken, aber ich glaube, es war Puntius. Also eine Barbe von Borneo. Ja. Dann hast du Prachtzwerggouramis, diese Parus romenus. Parus romenus, Spez Sentang und Parus romenus gunavani. Mhm. Wenn du sie nachher draufkriegst, kannst du dir nochmal einblenden. Ja, die sind hier immer ein bisschen blass. Die sitzen natürlich bei mir noch hinten im Zuchtkämmerchen. Da sind sie auch mal im Balz. Ja. Aber da kann man auch schlecht filmen, weil die Becken so dunkel sind. Mhm. Ja. Und ein paar Garnelen laufen hier noch rum. Dann Achselrotzwergwerblinge. Und Neocaridina. Das war eigentlich mal Red Fire oder so. Und die haben sich jetzt wieder, sind sie wieder wild. Sind wieder wild. Ja. Sundadanio Achselroti. Mhm. In Blau und in Grün, glaube ich. Also ich habe da so blaue und grüne dabei, habe ich festgestellt, dabei ich sie alle mal als Einfarbschlag gekauft habe, aber sind ja doch ein bisschen unterschiedlich. Ein paar Beifänge. Mhm. Alles, was immer mal so auf Arbeit halt quasi bei den normalen Lieferungen mit dazwischen ist, das kommt ja auch manchmal mit rein. Ja. Und Beta Albi Marginata. Von Martins Fischer, ne? Genau, von Martin. Die sind jetzt hier auch drin. Ja, schönen Gruß nochmal an dieser Stelle. Genau. Gut, jetzt kommen wir aber zum eigentlichen Thema. Und zwar, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, hier sind ein paar Elemente des Aquascapings vertreten. Die sind jetzt im Detail nicht so wichtig für dieses Aquarium, aber bieten uns auch eine sehr, sehr gute Möglichkeit, jetzt mal Videomaterial draus zu machen. Denn das, was ich jetzt machen werde, ist was, was die meisten Aquascaper sicherlich auch kennen oder davon profitieren können. Und zwar höre ich das auch im Laden immer und immer und immer wieder von Kunden, die sich jetzt zum Beispiel irgendwann mal einen Sandweg, so eine Straße angelegt haben oder einen Bereich. Und die beobachten dann genau das, was hier passiert ist. Und zwar bahnt sich irgendwann Soil wieder seinen Weg auf den Sand. Oder in dem Fall hast du dieses Akadama benutzt. Das ist jetzt quasi wie ein ungedüngter Soil, der aber dieselben physikalischen Eigenschaften hat. Ja, und das liegt jetzt hier alles so unschön rum. Und hier vorne zwischen dem Sand und der Scheibe ist die Scheibe auch irgendwie ein bisschen grün geworden. Dann liegen da ein paar Schneckenhäuser drauf. Es liegt ein bisschen Moos rum. Und überhaupt wirkt das Ganze sehr... Moos. Ja. Das ist ganz schön trash. Ja. Ich habe es aber wirklich jetzt immer nur abgesaugt. Ich hatte jetzt die letzten Tage wenig Zeit, auch mich mal jetzt um die Pflanzen und das Moos ein bisschen zu kümmern. Den Fischen geht es ja trotzdem gut. Das ist ganz interessant hier. Das ist Aponogeton Crispus. Crispus. Mhm. Und die habe ich da nie hingepflanzt. Denn die hat sich... Die hat geblüht und hat die dann Samen. Die blüht ja gerade hier. Ja. Genau. Und die hat sich über Samen vermehrt. Also die blüht hier oben immer regelmäßig. Und ich dachte mir erst, was sind das hier unten für Pflanzen? Die habe ich da nicht hingesetzt. Ja. Und dann sind wir doch auf die Idee gekommen, dass das die Aponogeton hier ist. Und die werden wir dafür auch dort stehen lassen. Weil die ja, hat ja, sich verdient, schon, ja, die ja. hat sich verdient, da zu bleiben. Ja. Also, was werden wir konkret im heutigen Video machen? Ich werde jetzt diesen Bereich hier im Aquarium aufräumen, das heißt den Sand vom Akadama trennen. Wir werden dafür sorgen, dass kein neues Akadama runterfällt oder sich vermischt, indem wir hier die Steine etwas absichten. Kannst du mal erklären, was Akadama ist? Akadama ist, ist eigentlich Bonsai-Erde. Ja. Das ist gebrannte Erde, im Prinzip wie Soil, aber immer so hellbraun. Also es sieht auch anders aus. Es gibt auch braunen Zoll, auch gedüngten Zoll. Aber Akadama ist eben, ja, wie gesagt, von den physikalischen Eigenschaften. Also säuert das Wasser etwas an, nimmt Härte auf, ist halt porös. Man kann es zerdrücken. Es hält aber seine Form eigentlich auch einige Jahre so. Das hoffe ich. Soll's, ich will es nicht nochmal neu machen. Soll physikalisch, wie gesagt, ungefähr so lang halten wie Soil. Ist halt nicht gedüngt und die Pflanzen werden auch nicht gedüngt über dieses Akadama, sondern über Wurzeldünger bzw. Flüssigdünger. Aber ja, wir wollen das halt nicht auf dem Sand haben. Wir möchten den Sand schön clean haben und das Akadama vom Sand getrennt. Und dafür gibt es jetzt von mir in diesem Video eine praktische Anleitung und wir werden euch ganz genau zeigen, wie das funktioniert und wie man dann am Ende, ohne neuen Sand aufzufüllen, hier wieder ein einigermaßen schickes Ergebnis hinbekommt. Sand auffüllen ist natürlich die zweite Möglichkeit. Aber das werden wir jetzt nicht tun, schon allein aus dem Grund, weil gar kein Sand da ist zum Auffüllen. Also müssen wir jetzt mit dem haushalten, was wir haben. Ich hatte extra welchen aufgehoben, aber ja. Da ich ja immer wieder ein neues Becken aufstelle, gerade
in den Zuchtaquarien ich immer nur eine glänzende Schicht Sand habe, habe ich ihn einfach aufgebraucht. Okay, dann müssen wir jetzt hier ohne Sand klarkommen. Ja. Aber du kannst ja irgendwann nochmal was auffüllen. Das Auffüllen ist halt easy. Man wäscht den Sand durch, füllt den in einen Becher, füllt diesen Becher im Aquarium mit Wasser und kippt ihn unter Wasser wieder aus. Dazu saugt man natürlich den alten vorher ab. Aber das ist die einfache Methode. Wir nehmen jetzt den etwas umständlicheren Weg, aber ich finde, es ist immer sinnvoll, das gehört zu haben und das ist für Aquascaper, genau wie für normale Aquarianer, auch interessant, denn die Frage wird ja auch oft gestellt, wie saugt man denn Sand ab? Macht ihr das auch mit einer Mulmglocke? Muss man das überhaupt machen? Kann man das mit einer Mulmglocke machen? Ja, Antworten auf all diese Fragen bekommt ihr jetzt gleich und wir legen mal los. So, was benötige ich für diese ganze Aktion jetzt? Ich habe hier mal aufgereiht, was ich immer so benutze und was meiner Meinung nach eigentlich auch ja, notwendig ist. Und zwar haben wir hier einmal Pinzetten. Ich habe mal eine lange von Dennerle und eine kürzere. Das ist Das eine ist eine von Dennerle. die ist von Dennerle, die große. Krass. Und die ist die Nie gesehen. Proscape von JBL. Riesending. Also zum Pflanzen präzise setzen finde ich die jetzt nicht so gut geeignet. Die ist auch schwer in der Hand. Da gehen die besser. Aber ich habe sie mal lieber zur Hand. So, und dann haben wir die gute Zahnbürste, die Aquadicted Multibrush. Aquadicted Multibrush, genau. So, ich habe die Sera Mulmglocke. Jetzt einmal einen Eimer mit einem Schlauch, weil das wahrscheinlich viele von euch zu Hause so machen. Wir werden die Aktion jetzt aber der Einfachheit halber mit deinem langen Gartenschlauch machen, denn der fließt direkt raus in den Hof. So müssen wir jetzt keine Eimer schleppen. Das macht die Sache etwas einfacher. Das Prinzip ist aber dasselbe. Und ein halb Zoll Gartenschlauch passt auf eine normale Mulmglocke. Was haben wir noch? Ich habe noch eine kleine Mulmglocke mitgebracht. Die kennt ihr auch aus unserem Wasserwechselvideo. Ja. Funktioniert nicht ganz so gut. Und warum? Das zeige ich euch auch gleich. Deswegen nehmen wir die große. Und dann habe ich hier noch so einen kleinen Magneten. Das ist der Floaty von JBL. Das ist wirklich die kleine Mini-Variante. Die habe ich jetzt einfach nur mal zum Vorführen, denn wie viele von euch wissen, Soil ist in aller Regel magnetisch, da sind kleine Eiseneinschlüsse drin, das ist beim Akadama auch so. Also um sich die Arbeit etwas zu erleichtern, mit einem vernünftig großen Magneten kann man schon mal einen Großteil ja, damit abfischen. Das machen wir jetzt mal kurz. Das ist eine uralte Erkenntnis, gell? Dass Akadama auch magnetisch ist. So, und hier sieht man es schon, da sind so zwei oder drei kleine Also wir Magneten müssen ja drin. eben dazu sagen, wir haben eben nochmal die Scheibe gereinigt von dem Aquarium und mir ist mein Tunze-Eigenmagnet in den Akadama gefallen und da haben wir zum ersten Mal festgestellt, dass Akadama auch wie Säule magnetisch ist. Ja, also haben wir es jetzt gleich mit eingebaut. Ja. Gut, das würde jetzt ewig dauern, wenn ich hier alles mit diesen Magneten absammle, aber um es euch mal zu zeigen, ja, Akadama ist auch magnetisch und beim Soil ist es so, nicht jedes Kügelchen soll. Also es ist schon so, dass der haftet und je nachdem, was man nun für einen Magneten benutzt, ich nehme immer die Scheibenmagneten, unterm Strich geht es aber im Endeffekt mit dem Schlauch auch relativ easy. Gut, wir legen mal los. Also grundsätzlich haben wir jetzt hier kleine Kügelchen, die oben drauf liegen und wir haben auch vergrabene. Das Ganze müssen wir jetzt erstmal sauber voneinander trennen und als allererstes nehme ich erstmal das raus oder aus diesem Bereich raus, was wir jetzt hier wieder am Ende haben wollen, aber jetzt gerade momentan stört es uns. Was ist denn das hier Lustiges? Ja, irgend so eine Schote. Ja, Weißt du, irgendwas. wo ich die her habe? Aus Holland. Aus Holland. Da Ja. waren wir gerade auf dem Weg von Reunemanns zu Aquaflora und da waren wir in der Zoohandlung Diebo, Ich glaube, Diebo heißt ja, der Laden. genau, im Speckgürtel von Amsterdam und da habe ich das in so Beuteln gesehen. Das war so ein ganzes Set mit solchen. Botanicals nennt sich das. Das sind alle möglichen, ja, Samen und Schoten und Genau. ja, alles Hier habe ich Mögliche. noch so kleine Höhlen, weil ich wollte natürliche Höhlen haben für die Paros und auch für die Beta albimarginata, weil die sich, also die Paros machen ja eh, also die Paros Vorminus prachtgouramis, die machen eh kleine Schaumnester in den Höhlen und die Beta albimarginata sind ja Maulbrüter und die ziehen sich aber, wenn sie quasi das Maul dann voll haben, entweder in die Pflanzen Richtung Wasseroberfläche zurück oder in die Höhle. Und du wolltest jetzt die Dinger, weil du denkst, na, eine Kokosnuss kennt jeder, hat jeder und das sieht viel Also cooler ich habe aus. auch eine Kokosnuss drin, aber die sind wirklich um die Pflanze, dass man sie nicht sieht, weil eine Kokosnuss ist jetzt nicht so typisch. Und dann habe ich eher sowas hier, also das sind auch so Schoten, die in dem Set mit dabei waren, das ist besser. Ich habe auch schon mal welche selber getöpfert, Ja, so Höhlen und sowas, gell? das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Aber fällt ja in so einem Becken dann trotzdem auf, wenn man nur Ja. natürliche Materialien hat und dann hat man eine getöpferte Höhle. Ja, Blöd. das stimmt. Von daher sind diese Samen und Schoten und irgendwelche Pflanzenteile schon ganz praktisch. Genau.
Gut, jetzt zeige ich euch erstmal, warum eine kleine Mulmglocke bei Sand nicht wirklich gut funktioniert. Wie man das ansaugt, haben wir zwar auch schon 100-mal erklärt, aber ich mache es jetzt nochmal. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich stecke das Teil ins Aquarium, sauge jetzt mal mit dem Mund an. Das ist die Variante, wenn man es nicht machen sollte. Ja, das ist eine Möglichkeit, die kennen vielleicht alte Aquarianer noch. Die kann man machen, man muss aber auch bedenken, dass es sogenannte Zoonosen gibt, die also quasi Krankheiten, die Zierfische auch auf uns Menschen übertragen können. Und deswegen sollte man das üblicherweise eigentlich nicht machen. Jetzt nehmen wir auch die einfache Variante, weil viele Leute haben auch mit dieser Mundmethode ein Problem. Ich fülle einfach meine Mulmglocke mit Wasser, halte den Schlauch zu, hebe das Ganze über das Wasserspiegelniveau. Jetzt guckst du nochmal in die Kamera und machen ein neues Thumbnail. Stimmt, genau dasselbe. Hatten wir schon mal. So, und los geht's, Wasser läuft. Jetzt halte ich den Daumen wieder auf den Schlauch, denn guck mal, was hier oben passiert ist. Das Wasser verschwindet natürlich und wenn ich jetzt offen lasse, dann kommt gleich wieder Luft. Also füllen wir die Mulmglocke mit Wasser. Das ist, glaube ich, auch schon das dritte oder das vierte Video, wo wir das erklärt haben. Mindestens, aber das wird nie alt, deswegen erklären wir es nochmal. Okay, so. Jetzt zeige ich euch, warum die kleine Mulmglocke halt weniger gut geeignet ist, denn ich gehe in den Sand, lass los und es steigt sofort hoch. Also ich müsste bei der kleinen Mulmglocke ständig absetzen und das nervt halt, oder ich kann nicht so tief in den Sand reingehen, aber wir wollen jetzt bis auf die Bodenfläche, dass das halt einfach ziemlich unpraktisch ist. So, hier ist so wenig Platz, dass ich dann sofort den Sand ansauge. Und deswegen nutze ich die kleinen Mulmglocken, wenn überhaupt bei Sand, immer nur für die kleinen Ecken oder Details am Ende. Das Ganze mache ich jetzt aber mit der großen Mulmglocke, weil es halt wesentlich einfacher geht. Ja, wir beginnen mal zuallererst damit, dass ich das, was jetzt wirklich an Akadama sehr viel hier rumliegt, erstmal manuell absauge. Und auch da gibt es wieder einen Trick, und zwar kann ich vermeiden, dass zu viel von dem Wasser gleichzeitig verschwunden ist oder halt mit wegfließt und ich dann am Ende ständig entweder Eimer tragen muss und habe kaum was abgesaugt oder ich habe bei dem kleinen Becken mein ganzes Wasser raus und bin noch gar nicht fertig. Okay, also ich habe das Ganze jetzt mit der Mulmglocke angesaugt. Die Mulmglocke brauchen wir jetzt in dem Moment nicht. Wenn ich nicht möchte, dass mein Wasser fließt, halte ich einfach den Daumen drauf. Und was machen wir jetzt? Jetzt saugen wir erstmal diese groben Partikelchen ab. Dabei werde ich immer wieder den Schlauch zuhalten, damit eben, wie ich gerade gesagt habe, das Wasser nicht alles verschwindet. So, und indem ich den Schlauch nur teilweise schließe, kann ich auch die Flussgeschwindigkeit des Wassers kontrollieren. So, jetzt machen wir erstmal alles, was grob ist, soweit raus, ohne zu viel von dem Sand abzusaugen. Denn wir hatten ja gesagt, den Sand wollen wir wiederverwenden oder nach Möglichkeit gar nicht erst raussaugen. Die Garnele auch mit weg. Die Garnele auch, ja, kommt weg. So, dann können wir gleich bei der Gelegenheit das Moos mit wegsaugen. Und im Moos, wie man sieht, hängt auch immer schön viel Mulm und Schmodder. Das Ganze machen wir jetzt, soweit wir das hinkriegen, raus. So, jetzt halte ich den Schlauch, wie gesagt, nur ein Stück zu, dass das Wasser nicht zu schnell fließt. Die Garnelen, die freuen sich über das Buffet, was du hier gerade eröffnest. Ja, es ist auf jeden Fall wieder allerhand Futter, was da irgendwo zum Vorschein kommt, was die vorher noch nicht gefunden haben. Das ist nach dem Mulmsaugen generell so. Wenn dann irgendwie alle Körner einmal auf links liegen, dann freuen sich alle. Also, ihr habt gesehen, die groben Körner, die wir so weit wegbekommen mit dem Schlauch, die habe ich jetzt erstmal im Vorfeld abgesaugt, und zwar ohne Mulmglocke. Kann auch sein, dass ich jetzt gleich hinter den Steinen nochmal ein, zwei Stellen entdecke, wo da noch was liegt. Aber jetzt machen wir erstmal mit der Zahnbürste weiter und reinigen das Stück Scheibe zwischen Sand. Ja, ist immer zwischen der Scheibe und dem Sand eine Alge, weil das Glas einfach Licht leitet. Und deswegen wird dieser Bereich immer grün. Das passiert übrigens auch bei Kies und auch bei Soll. Es ist aber so, dass es bei einem weißen Sand natürlich viel mehr auffällt und deswegen widmen wir uns jetzt erstmal diesem Stück. Dabei muss man darauf achten, mit der Zahnbürste
das Glas nicht zu zerkratzen. Also die Zahnbürste selbst zerkratzt das Glas nicht, aber der Sand zwischen Zahnbürste und Glas könnte Kratzer machen. Und deswegen ist es wichtig, das Ganze richtig zu machen. Und richtig heißt, wir nehmen die Zahnbürste, setzen sie an die Scheibe. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal demonstriert. Mhm. Und dann drücken wir die Zahnbürste an die Scheibe und putzen so Stück für Stück vom Boden sauber. Ab und zu muss man dann mal absetzen und das Ganze dann nochmal von vorne beginnen. Aber man sieht schon, das funktioniert. Danach kann man auch gleich nochmal absaugen, ne? Entweder das oder wir machen das gleich mit der Mulmglocke. Gut. Ich werde jetzt erstmal den Eimer beiseite stellen und putze in Ruhe die Scheibe. Und ihr könnt euch das jetzt nochmal in der Nahaufnahme anschauen. Gut, die Scheibe ist geputzt und der grobe Akadama ist oben abgesaugt. Nun, bevor ich mir die Mühe mache, das Ganze jetzt richtig schön fertigzustellen, beuge ich erstmal vor, dass es hinterher wieder passiert. Weil ich denke, du hast das am Anfang nicht gemacht. Wir hatten zwar drüber gesprochen, aber ich glaube, du hast die Bereiche zwischen dem Stein und dem Sand, beziehungsweise der Stein, das ist ja kein Mauerstein, der so aneinander liegt, sondern die Steine liegen ja so. Dann hat man unten immer einen kleinen Hohlraum oder oben drüber und da fällt halt dann Zoll oder Akadama oder Kies halt auf den Sand. Und ich glaube, du hattest das nicht abgedichtet, oder? Nein. Okay, und das ist jetzt bei rausgekommen, deswegen holen wir das Ganze nach. Aber ich muss dazu sagen, dass ich mal beobachtet habe, dass es ja nicht von alleine dort durchrieselt. Sind die Garnelen meistens, ne? Ja, und vor allen Dingen aber die Algengrundeln, diese Stiefodon, die sind ganz clever. Die haben jetzt über die Jahre rausbekommen, dass man an die Scheibe vorne schwimmt und dann mit dem Kopf quasi sich zwischen Scheibe und Sand stemmt. Und dann, die wedeln dann, das so frei, ne? Die wedeln das, genau. Dann schwimmen die so lange, bis das frei gewedelt ist. Ja. Und dann fressen die Schmieralgen vorne an der Scheibe. Ja. Das haben die, und seitdem die das machen und auch zwischen die Steine gehen, um die Schmieralgen da rauszuholen, sieht das halt immer aus wie Sau. Aber was dürfen sie, denn es ist ja ein Fischbecken. Ja. Es ist ein Fischaquarium, genau, und die sollen hauptsächlich sich wohlfühlen. Gut, wir beugen jetzt aber trotzdem vor, dass das Ganze nicht wieder passiert. Und zwar dichten wir jetzt diese Bereiche zwischen den Steinen mit Watte ab. Die Aquascaper unter euch werden diesen Trick sicherlich schon kennen, aber vielleicht der ein oder andere noch nicht. Sinn dahinter ist einfach, dass wir diesen Hohlraum zwischen den Steinen ausfüllen und zwar so, dass man es halt von vorne nicht sieht. Und selbst wenn man es sieht und es ist vorne ein Stück Watte zu sehen, das dauert nicht lange, dann wird das irgendwann auch braun und sieht dann aus wie Soil oder Akadama. Aber was nicht passiert, es rieselt halt nichts mehr durch. Gut, jetzt haben wir hier so diese, ja, du wolltest noch was sagen? Das war der Grund, warum ich gesagt habe, wir müssen dieses Video machen, weil ich auch keinen Bock hatte, das zu machen. Oh, und wenn wir das im Video verarbeiten können, dann kannst du das ja für mich machen. Also das Schöne mit dem Praktischen kombiniert. Ne? Genau. Also wir nehmen jetzt immer hier so ein kleines Stück, je nachdem wie groß dieser Bereich ist, von dieser Filterwatte, also es ist Aquarienfilterwatte, nicht so eine Kosmetikwatte, denn eine Kosmetikwatte, die würde nicht wieder zurückfedern. Die knietscht dann zusammen und das war's. Und dieses Teil hier... Das haben wir ja übrigens auch schon mal gefilmt, weißt du das? Haben wir das gefilmt? Ja, stimmt, in bei Holland. Dem freistehenden... Nee, in Holland. Bei dem freistehenden haben wir das nicht gemacht, oder? Stimmt, da hatten wir es nicht gemacht. Ja, da haben wir die Steine aber auch so angeordnet. Da standen die auch nicht so abstrakt. So, hier sieht man jetzt schön, da ist sogar eine Wurzel, die kann ich gleich mit einarbeiten. Ich nehme jetzt den Stein nicht raus, sondern schiebe die Wörter einfach nur dazwischen. Oder? Geht das da? Das geht schon, aber du musst gerade runter. Da ist der Hohlraum. Ah, okay, genau, das sehe ich jetzt nicht von hier. Der Winkel muss anders. Jetzt okay, so, genau. So, und wenn ich dann hinterher den Sand wieder dran schiebe, fällt dieses kleine Stückchen Watte nicht auf. Was man auch alternativ machen kann, ist noch ein Stück Stein dann davor stellen. Das funktioniert auch. Und hier vorne haben wir jetzt schon mal einen sehr großen Bereich. Ja, das war auch mal fast eben das Akadama. Ja. Und die Stelle, die rieselt wirklich auch ohne die... Deswegen beugen wir auch hier vor. Wir nehmen wieder die Watte. So, das Ganze kann man natürlich viel einfacher machen, bevor man das Becken einrichtet oder währenddessen. Und dann spart man sich die Arbeit. Dann hätten wir aber jetzt kein Video gehabt. Dann hätten wir jetzt kein jetzt Video. Gib Ruhe, Edith. Ja. So, das Ganze kann man jetzt natürlich auch
schön dezent verbauen. Hängen geblieben. Hängen geblieben im Drachenstein. So. So, und jetzt rieselt der Akadama maximal bis hier ran. Und wenn wir dieses Stück jetzt hier auch noch abdichten wollen, dann nehmen wir noch ein Stückchen Butter. Vielleicht diesmal ein kleineres. Und stecken das von vorne hier rein. Das hat die aber mein Winkel des Steines verändert. Naja, das. Kannst du damit leben? Ja. Weil die Struktur der Steine immer in die Richtung geht. Und jetzt liegt er aber so. Na, dann versuche ich den jetzt noch mal ein Stückchen steiler zu stellen. Ich bin jetzt nicht so, du weißt, ich bin ja jetzt nicht so eigen. Ja, so ist schön. Ja, sieht eigentlich genauso aus wie vorher. Nein, jetzt hast du ja hier wieder zu. Okay. Jetzt gefällt mir. Gut. So. Kann man frei, das reicht doch so. Da kommt dann noch Sand davor und dann fällt das hier weniger auf. Das ist jetzt aber auch die markant auffälligste Stelle. Man kann das dann, das zeige ich euch nachher auch noch, mit dem Ja, oder man kaschiert es gleich noch mit Sand. Das zeige ich euch dann nachher auch noch. Aber entscheidend ist erstmal, wir haben hier eine Barriere und da fließt es nicht mehr durch. Und genauso machen wir das mit den anderen Stellen. Wir beugen einfach vor, dass das Ganze wieder durchrieselt. Und zwar möglichst immer so, dass man die Watte nicht sieht. Nur das fällt schon mal kaum auf. Und nochmal, so weiß wie die Watte jetzt ist, bleibt sie nicht lange. Das wird nicht lang dauern, dann fällt das hier alles nicht mehr auf. Das ist ein alter Aquascaping-Trick, auch original aus Japan. Da hat man das am Anfang mit Filterschwämmen gemacht und dann zum Schluss halt mit Filterwatte, weil es halt einfacher ist. So. Perfekt. Gut, ich mache jetzt die anderen Bereiche noch und dann legen wir weiter mit unserem Tutorial. So, ich habe jetzt, soweit es mir möglich war, alle möglichen Hohlräume zwischen den Stellen geschlossen mit der Filterwatte. Falls ich jetzt einen vergessen habe und du bemerkst es dann hinterher, kannst du dann ja den Rest dann auch noch zumachen. Dann rufe ich dich an und dann kommst du vorbei. Oder so. ja, und das wird sich dann auch zeigen in den nächsten Wochen, ob die Fischer sich jetzt benehmen oder ob sie weiter das Akadama nach vorne graben. Aber ich denke mal, alles, was ich jetzt soweit habe sehen können, ist jetzt zu. Und wie man die Stellen mit der Watte dann kaschiert, zeige ich euch zum Schluss. Weiter geht's mit dem Sandabsaugen. Aber bevor ich das tue, werde ich jetzt erstmal die zwei größeren Steinstücken, die mir jetzt hier mehr oder weniger im Weg rumliegen, die werde ich jetzt nochmal rausnehmen, denn das geht dann wesentlich einfacher ohne die zwei Teile. Und die legen wir dann zum Schluss wieder rein. Und hier sieht man, da hat sich auch schon einiges an Mulm drunter gesammelt oder vielleicht war es auch noch das ein oder andere Stückchen Lehm. Die rasten dann immer gleich aus hier. Ja, für die Fische ist das jetzt ein Highlight hier. Ich habe die relativ klein gekauft. Man hat nicht viel Informationen über diese Art gefunden. Zum Schluss sind sie wirklich, naja, barbentypisch. Ja. Echt dominant am Futter und dementsprechend viel Lebenfutter muss ich da wirklich mal reinmachen. Also das können nicht, ich glaube, das zeigen wir mal im Lebenfutterteil. Ja. Und zwar hier eine Strömungspumpe und ich nehme das Tubifex und die weißen Mückenlarven in einem Kescher und bringe das direkt an die Strömungspumpe und die Strömungspumpe bläst das dann innerhalb von wenigen Sekunden wirklich an alle Stellen des Aquariums und dann sind die beschäftigt und da bleibt genug ruhige Ecken für die ganzen Weicheifische, sage ich immer, damit die auch in die Futter kommen. So kommt keiner zu kurz. Ja. Ja, und wer sagt, Stress ist oder Wasserwechsel ist Stress für die Fischer, also die sind jetzt hier echt bestens unterhalten. Naja. Okay, also wir lassen wieder Wasser mit der Mulmglocke rauslaufen und wie ich vorhin schon gesagt habe, ich mache das jetzt zu Demo-Zwecken, aber den Rest werden wir dann mit dem Schlauch und ja, dem direkten Abfluss nach draußen machen und hier keine Eimer tragen. Worauf muss ich achten? Also wie man sieht, hier liegt ja noch allerlei
durcheinander. Schmutz und Mulm im Akadama oder beziehungsweise im Sand. Das ist ja jetzt hier so ein schönes Gemisch. Was wichtig ist, ist, ich gehe mit der Mulmglocke bis auf die Bodenscheibe, also noch ist mein Daumen drauf, und lass erst mal alles nach oben steigen. So. Dann halte ich meinen Daumen drauf und lasse das Wasser wieder langsam abfließen und im Becken den Sand und das Akadama-Gemisch zur Ruhe kommen. Das Ganze mache ich jetzt aber immer in kleinen Intervallen, weil mein Ziel ist natürlich, den leichteren Akadama irgendwann oben zu haben. Das Ganze kann auch einige Durchgänge in Anspruch nehmen. Das funktioniert meistens nie gleich beim ersten Mal. Und ihr bekommt dann relativ schnell ein Gefühl dafür, wie das Ganze funktioniert. Also ich stelle gerade fest, ich habe noch nie mit Akadama gearbeitet, dass es mit Zoll etwas einfacher geht. Aber das kriegen wir schon hin. Wie gesagt, das dauert manchmal ein paar Anläufe. So, dann stelle ich jetzt fest, der Sand sieht zwar schon wesentlich sauberer aus, wenn der ganze Mulm raus ist, aber ich habe ja immer noch überall meine kleinen braunen Kügelchen. Wichtig ist halt bei dieser ganzen Technik, dass man wirklich lernt, ein Gefühl dafür zu bekommen, wann man den Schlauch aufmachen und wann man ihn mit dem Daumen zuhalten sollte. So, und wir müssen jetzt hier wirklich Step by Step immer weiter vorarbeiten. Je höher die Sandschicht, umso anspruchsvoller ist das. So, und was stellen wir jetzt am Ende fest? Wenn wir das Ganze wieder rauslassen, liegt ein Großteil von dem Akadama oben drauf. Was machen wir jetzt? Ich halte meinen Schlauch wieder zu, ziehe mit der anderen Hand den Schlauch von der Mulmglocke ab und dann mache ich dasselbe, was ich vorhin am Anfang auch getan habe. Ich werde mir immer wieder so eine kleine Stelle nehmen und werde diese kleinen Kügelchen einzeln absaugen. Wie gesagt, wenn das so viel ist, wie es jetzt in diesem Fall ist, dass halt so viel durcheinander liegt, dann ist es schwierig, beim ersten Durchgang alles sauber zu bekommen. Hast du schon mal eine Katzenstreuschaufel versucht zu nehmen? Nee, noch nicht. Aber das könnte wahrscheinlich auch funktionieren. Wie gesagt, mit Zoll ist es ein bisschen einfacher. Der ist nicht ganz so schwer. Der bleibt dann oben drauf liegen. Aber die Garnele bleibt im Becken. So, und ich versuche natürlich wenig von dem Sand abzusaugen. Was dann zwischendurch noch helfen kann, ist, wenn man das Ganze nochmal mit der Pinzette so ein bisschen durcheinander rührt. Und dann immer wieder Step by Step diese kleinen Kügelchen absaugt. Wenn ich das Ganze natürlich noch präziser machen will, nehme ich mir den Schlauch von der kleinen Mulmglocke. Also im Idealfall kommt es erst gar nicht so weit. Aber wie gesagt, wir hatten jetzt hier ein Extrembeispiel, wo schon sehr, sehr viel oben drauf lag. Und wenn ich das jetzt 3 Wochen lang hintereinander bei jedem Wasserwechsel mache, dann habe ich irgendwann alles Akadama bzw. alles Zoll draußen. Und man sieht schon, im Vergleich zu vorher ist das Ergebnis ja jetzt schon mal ein anderes. Man braucht wirklich Geduld. Wie gesagt, das war jetzt hier eine relativ große Menge. Und wenn ich jetzt in den nächsten Wochen oder du in den nächsten Wochen in deinem Aquarium immer mal wieder durchsaugst und machst das mit derselben Methode, hast du irgendwann alles raus? Ich bin gar nicht so verrückt darauf, alles rauszukriegen. Ich muss sagen, ich gehe immer mit dem Schlauch so drüber, wie du es jetzt gerade machst. Gell? Ja. Saug halt oben erstmal die oberste Schicht komplett weg. Mhm. Dann mulme ich einmal, sag ich einmal komplett durch, so wie du das auch machst. Mhm. Und dann ist es auch fertig bei mir. Okay, angenommen, es ist jetzt eine Woche vergangen und wir haben immer noch dieses Ergebnis. Wir machen das Ganze nochmal. Dann werde ich natürlich jedes Mal mit dieser Methode immer wieder neue Kügelchen Akadama nach oben bringen. Mhm. Und das, was jetzt eben noch nicht zu sehen war, ist halt jetzt zu sehen. Man muss da wirklich mit Gefühl ran. Und dann wiederholen wir einfach den Vorgang. Und wie gesagt, so kannst du Woche für Woche das Ganze gut absaugen. Was ich aber jetzt mal mache, weil ich es gerade erklärt habe, ich nehme jetzt den dünnen Schlauch und dann habe ich noch etwas mehr Zeit, weil nicht so viel Wasser verloren geht. Denn das ist ja das, was man zu Hause im Aquarium wahrscheinlich versucht zu vermeiden, dass dann am Ende nicht irgendwie 4/5 des Aquariums leer sind, nur weil ich dann 2 Handvoll Zoll rausgesaugt habe. Bei dem Becken ist es ja meist so, dass ich das fast 1 Stunde laufen habe, bis ich die Hälfte oder 3/4 raus habe. Ja.
Dadurch habe ich echt genug Zeit. Eben, also für solche... Alles, alle Übungen, damit alle Aufgaben mit dem Schlauch zu machen. Also für solche kosmetischen Sachen hier ist der kleine Schlauch jetzt im Endeffekt sogar noch geeigneter. Denn wie gesagt, es fließt nicht ganz so viel Wasser raus. Und man muss eben immer wieder nacharbeiten. Und dann die Stellen, die man noch nicht erwischt hatte, beim nächsten Durchgang zu machen. Und mit der Zeit, das kann, wie gesagt, 2-3 Durchgänge dauern, kommen dann so langsam alle Kügelchen zum Vorschein. Und wie gesagt, du hast dann am Ende eigentlich ein ziemlich cleanes Ergebnis. Diese Katzenschaufelmethode habe ich noch nicht probiert. Das ist sicherlich auch noch eine Möglichkeit. Oder man nimmt halt ein feines Sieb. Aber wie gesagt, wenn ihr das sowieso beim Wasserwechsel macht, soll ja Wasser mit raus. Soll ja sowieso Wasser mit raus, genau. Alle Übungen, irgendwas sauber zu machen, wo kein Wasser entfernt ist eigentlich. Das sieht meistens hinterher noch viel chaotischer aus als vorher. Gleiches gilt, wir werden da ja auch immer wieder gefragt, was haltet ihr von elektrischen Mulmsaugern? Wollte ich gerade sagen. Die Frage haben wir doch immer relativ häufig. Und gerade weil man kein Wasser entfernt, halten wir davon gar nichts. Eben. Wenn man mal zu viel gefüttert hat. Ja, da ist es okay. Dann, und man muss jetzt einfach nur mal schnell nur Futter rauskriegen. Aber auch das kann man eigentlich mit einem Wasserwechsel absaugen. Eben, weil die Wasserbelastung nimmt dir ja dein Staubsauger auch nicht raus. So, was ich jetzt nochmal zeige, ist diese kleine Ecke hier vorne, bei der ich gerade gesagt habe, da sieht man jetzt die Watte noch sehr deutlich. Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Also einmal habe ich hier gerade noch entdeckt, das ist sowieso immer gut, wenn man so ein bisschen Steinbruch noch übrig hat. Ich könnte jetzt entweder dieses Stück Drachenstein hier so mit reinarbeiten. So, und dann fällt das schon wieder nicht mehr auf oder weniger auf. Oder was ich jetzt auch noch machen kann, ist, ich schaufel mir hier so mit meiner Pinzette ein bisschen Sand hin. Ihr kennt das von mir, ich bin immer sehr, sehr perfektionistisch angehaucht. Das muss immer alles aussehen wie geleckt. So, und dann drücke ich die Watte kurz nach hinten und ich lasse den Sand quasi vor die Watte laufen. Ihr müsst euch die Stellen natürlich merken, nicht dass ihr dann versucht, immer mit der Zahnbürste an die Stelle zu gehen. Ja, genau. So, und hier unten haben wir auch noch Akadama. Das Ganze kehren wir jetzt noch ein bisschen raus. So, und jetzt machen wir hier noch ein bisschen Sand rein. Krass. Sieht einfach, also mal ganz ehrlich, gell? Ich bin jetzt überrascht, wie schön das aussieht, wenn das jetzt wieder so getrennt sauber ist. Ja. Ja. Ich habe das eigentlich nicht für notwendig empfunden, aber das Ergebnis spricht ja jetzt für sich, gell? Eben. Jetzt weiß ich auch, warum, wenn du sagst, ich mache noch schnell einen Wasserwechsel. Warum das dann immer noch 5 Stunden dauert. Warum du erst 5 Stunden später kommst. Ich dachte, Mensch, ins Kind, was macht der denn so lange? Ja, das stimmt. Ich brauche immer sehr lange für diese Aktion. Und auch jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, es ist ja noch nicht 100%, aber ich komme jetzt einfach nicht besser ran. Aber wie gesagt, ihr seht es schon, die Watte fällt jetzt weniger auf, wenn der Sand davor liegt. Und ja, am Ende wird dann alles sowieso nochmal mit dem Sandflatmer, den wir wieder nicht haben, schön eingeebnet. So, und ich habe jetzt hier wieder neue Kügelchen, die ich gleich noch mit absauge. Aber das wollte ich euch jetzt einfach mal zeigen. Man kriegt eben ein schönes Ergebnis mit ein bisschen Mühe und regelmäßiger Pflege eigentlich auch ganz gut dauerhaft hin. So, und das fällt schon wesentlich weniger auf als vorher. Und wenn wir jetzt natürlich noch komplett perfektionistisch unterwegs sind, dann stecken wir eben einfach diesen kleinen Stein hier noch mit drunter. Und dann haben wir hier kaum noch irgendeinen Übergang zu sehen. Und am Ende sieht es aus, wie es aussehen soll. Und der Sand, der hier ist, den können wir auch noch ein bisschen einarbeiten ins Akadama. Es ist halt, wie gesagt, alles immer so eine gewisse Fingerfertigkeit, die das Ganze braucht. Was sagst du denn jetzt zum Akadama? Ja, wie gesagt, für ein klassisches Pflanzenaquarium ist er jetzt wahrscheinlich nicht wirklich so praktisch, weil dann kann man auch gleich Zoll nehmen. Denn Akadama muss ja nun ebenfalls gedüngt werden. Das ist ja jetzt ein neutraler Bodengrund. Also nicht neutral im Sinne der Wasserbeeinflussung, sondern einfach neutral im Sinne von Nährstoffen. Und ja, wie gesagt, man kann das nutzen. Es sieht halt anders aus. Ich finde, es hat einen schönen Look, dieses erdige Braune. Wenn ich jetzt diesen Bereich mit dem Sand und dem Soil vergleichen würde, mit Sand und Akadama, Soil ist pflegeleichter. Soil lässt sich viel leichter absaugen und ist auch nicht ganz so schwer. Ansonsten. Gut, ihr habt jetzt die Methode mit dem Eimer gesehen und da das jetzt aber hier wahrscheinlich zu viele Eimer werden würden, helfe ich mir jetzt eben mit dem Gartenschlauch und ich mache jetzt genau das, was ich jetzt eben demonstriert habe mit der großen Glocke und dem Gartenschlauch, so dass wir hier am Ende die Stelle schön
clean und sauber haben. Und die kleinen Kügelchen, die dann oben drauf sind, werde ich wahrscheinlich mit dem dünnen Schlauch weiterhin absaugen. Denn ich habe jetzt festgestellt, in dem Fall geht das einfacher und spart mir ein bisschen Mühe und Zeit. Und ja, schaut euch nochmal an, wie es jetzt vorher aussieht. Und wir zeigen euch dann, wie es im Nachhinein aussieht. Also der Unterschied ist schon krass, ne? Von vorn zu hinten. Wie gesagt, mich persönlich stört ja noch jedes braune Körnchen, was da liegt. Aber wir tun, was wir können, um ein möglichst cleanes Ergebnis hinzubekommen. Und jetzt lege ich mal los. So, ihr habt jetzt im Zeitraffer gesehen, in der Schnellaufnahme quasi, was ich jetzt hier gemacht habe. Die ganze Aktion hat gedauert, was würdest du sagen, 20 Minuten? Mhm. Ja, also ich habe mir wirklich Zeit gelassen. Und nochmal als Fazit, definitiv ist Akadama etwas anspruchsvoller. Also ich habe jetzt wirklich definitiv länger gebraucht, als ich es mit Zoll brauchen würde, weil es halt, ja, Zoll ist rundkörniger und ist noch ein bisschen leichter, der bleibt freiwilliger oben auf dem Sand liegen. Und ich kenne es ja bei mir aus dem Laden und meinem Becken eigentlich nur von Zoll und Sand. Und das war jetzt auch eine kleine Herausforderung, aber war auch mal eine ganz gute Übung für mich. Und ja, ihr habt es gesehen, wie es vorher aussah. Jetzt schaut euch mal das aktuelle Ergebnis an. Wahnsinn. Du kannst ja nochmal die andere Seite einblenden oder zeigen. Die sieht doch fast genauso aus. Ja, vorher. Die mache ich heute Abend selber noch. Was halt jetzt wieder ganz krass auffällt, ist, dass der Sand, obwohl er nicht neu ist, viel, viel heller aussieht. Weil obendrauf ist er ganz normal, der zieht das Licht an, der wird immer leicht grün und braun veralgt. So wie es jetzt aussieht, ist es das echtere Ergebnis. Wenn ich den jetzt absaugen und neuen drauf machen würde, natürlich wäre das eine Möglichkeit. Das ist auch die meisten Aquarianer immer nutzen. Nur ist es dann halt auch so, dass der Sand, wenn er neuer ist, also gerade diese Körnung, sehr, sehr viel kleines Staubzeug mit dabei mitbringt und dass dann erstmal die Oberfläche noch viel dichter wird und dass dann noch eher Dreck drauf liegen bleibt, als jetzt, so wie er jetzt aussieht, ist es ja im Prinzip eher ein feiner Kies. Und der ist halt, ja, etwas wartungsfreundlicher. Definitiv ist es so, wenn man das Ganze jetzt die nächsten Wochen noch ein paar Mal wiederholt, es werden immer wieder Akadama-Kügelchen rauskommen. Das Ergebnis jetzt ist aber erstmal oberflächlich sehr schön und ich denke, damit kann man auch leben. Mega. So war es jetzt auch eigentlich bei meinen Becken noch nie, weil ich nie so lange gewartet habe. Deswegen hat das Ganze jetzt auch länger gedauert und ich habe auch ein paar Eimer. Ich habe mich ja nicht so dran gestört, weil es ja eher, wie gesagt, so ein bisschen Biotop-Style ist. Ich habe mehr Biotop, klar. Achso, apropos Biotop. Ja. Jetzt haben wir hier eigentlich Schwarzwasserfische drin. Und das Becken ist ganz schön hell. Ja, das heißt? Hey Google, mach das Licht im Aquarium orange. In Ordnung. Die Lichtfarbe der Rückwand wird auf orange geändert. Gut, ich denke, jetzt haben wir so wenigstens ein bisschen diesen Schwarzwasser-Look. Vielleicht ein kleines bisschen. Es sieht auf jeden Fall passender aus als das blaue Licht. Ja. Die Rückwand haben wir mal geteasert bei Facebook. Die zeig mal, zeigen wir dann. Wir nehmen sie einfach mal dann hoch und zeigen mal, wie wir sie gebaut haben Bei der Beckenvorstellung. In der Beckenvorstellung. Das sollte jetzt wirklich nur ein Tutorial sein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also mich stellt das Ergebnis auch selbst sehr zufrieden, weil es sieht gleich viel aufgeräumter und viel cleaner aus. Und man sieht halt einen krasseren Kontrast, wenn jetzt mal eine Garnele über den Sand läuft oder die Fische drüber schwimmen. Und das ist halt einfach nicht mehr, ich will jetzt nicht sagen kontaminiert, aber halt ja so ein Kuddelmuddel, so ein Durcheinander. Jetzt packen wir die Steine wieder rein, ne? Jetzt brauche ich noch ein paar Akzente. Stimmt. Die waren ja auch vorher drin, die Akzente. Und die wollen wir jetzt natürlich nicht weglassen. So, und damit so ein Stein natürlich aussieht, muss man den immer ein Stückchen eingraben und dann den Sand so dran häufen.
mach nicht so viel mit der Petette, komm wieder Kügelchen hoch. Und dann musst du, dann muss ich wieder gezwungen, die Mummglocke, den Schlauch zu nehmen und das wieder wegzusammeln. Hier? So? Oder jetzt ist gerne? So. Nee. Machen wir es hier hin. Genau. So, und auch hier mache ich wieder mit der Pinzette so ein bisschen den Sand dran. Das sind so diese kleinen, feinen Details, weil so sieht in der Natur ja auch aus, wenn man irgendwo einen großen Felsbrocken liegen sieht. Der liegt ja auch nicht auf der Wiese. Jetzt habe ich da so wirklich ein kleines Kügelchen ausgegraben. Das hat mich jetzt gestört. So, damit kann ich jetzt aber leben. Ja, und jetzt haben wir einen viel schöneren Tiefeneffekt als vorher, weil das hinten halt jetzt auch wieder heller wirkt, dadurch, dass der Sand jetzt frei liegt. Hier sieht man gar nichts. Ja, stimmt. Als würde es gar nicht weitergehen. Aber ich mache das nachher auch noch sauber und dann mache ich vielleicht zum Ende nochmal ein Bild rein. Das kannst du machen. Ein kurzes Video, wie es dann aussieht, wenn, also ich glaube, man sieht das jetzt hier eindeutig. Deswegen meine Schlusspointe nochmal an dieser Stelle. Also wenn ihr das regelmäßig macht beim Wasserwechsel und einfach immer nur ein paar kleine Kügelchen absaugt, dann kommt das gar nicht so weit, dass es so voll aussieht, dass ihr so viel Soil da liegen habt oder wie in dem Fall Akadama. Und das ist auch was, was mir immer wieder auffällt, wenn ich Fotos zum Beispiel von Kundenaquarien sehe oder die mir das im Laden eben direkt selber zeigen, dass ich dann immer diese unsauberen Sandschichten, also nicht immer, aber sehr oft sehe. Und die High-End-Aquascaper, die achten da sicherlich ganz extrem drauf und gucken immer, dass das halt schön clean und sauber ist. Und ihr kennt es ja von mir, ich bin da ja auch sehr perfektionistisch eingestellt. Den hohen Anspruch zwinge ich aber niemanden auf, den muss auch niemand haben. Aber wenn ihr mit wenig Aufwand einfach ein immer gleichbleibend schönes Ergebnis wollt, saugt euren Sand auf jeden Fall mit einer Mummglocke ab. Ihr habt gesehen, wie es funktioniert. Ihr nehmt am besten eine große dafür. Und wenn sich dann ein Kügelchen Soil oder Kies verirrt, dann nehmt ihr den kleinen Schlauch oder die Pinzette oder zur Not ein Magnet. Dann könnt ihr das Ganze absaugen. Und wie gesagt, dann habt ihr mit wenig Aufwand immer ein gleichbleibend schönes Ergebnis. Ich hoffe, das Video und diese kleine Anleitung hier war hilfreich oder ist zukünftig hilfreich. Wenn ihr euch jetzt überlegt, Mensch, das mit einem Sandweg könnte ich mir auch vorstellen in meinem Aquarium. Ich finde das sehr dekorativ. Habt keine Angst, wie man den anlegt, haben wir auch schon mal gezeigt, nämlich in unserem freistehenden Aquascape-Video Teil 1. Auch das können wir euch mal verlinken, entweder in der Videobeschreibung oder jetzt hier irgendwo oben. Ja, und nicht nur anlegen, sondern auch pflegen, das ist die Devise. Und wie das geht, ihr habt es jetzt gesehen, jetzt könnt ihr euch selber mal rantrauen. Oder ihr habt schon einen Sandweg, der vielleicht nicht ganz so ordentlich aussieht. Dann wisst ihr jetzt, was zu tun ist und ihr könnt euer Aquarium wieder auf Vordermann bringen. Wir sehen uns, wenn ihr wollt, im nächsten Video. Wir sagen danke für eure Geduld, euer Interesse und ja, bis bald. Ciao. Ciao.